Wie kann ich denn das angehen? Nun, es gibt Stufen, die zu einer Bekanntschaft hinführen. Und diese Stufen, man könnte fünf nennen, zählen wir folgenderweise auf. Die erste Stufe, das ist der Anlass in einer Gruppe. Deutschlandtreffen 2018. Gemischt. Ein besonderer Anreiz, seien wir ganz ehrlich. Wäre das Treffen getrennt, wären längst nicht so viele von euch hier. Ich verstehe das. Es ist ein zusätzlicher Reiz, wenn das andere Geschlecht da ist. Ganz klar. Das ist etwas, was angenehm ist. Die Begierde brodelt ein bisschen. Ja, denken wir zurück an diese Folie hier. Hier blubbert es ein bisschen, ja, weil erotische Liebesobjekte da sind. Ich sage es so, wie es ist. Ist das schlecht und unanständig? Nein. Ich habe gesagt, das ist eine Vorbedingung für diese Stufen. Es ist normal, es ist in sich gut. Dass es etwas blubbert und brodelt in eurem Herzen, wenn eben das andere Geschlecht da ist, ist nicht schlecht in sich. Es ist auch noch nicht unanständig. Und wenn ich das jetzt einfach so ein bisschen spüre und mich einfach darüber freue, das sind halt auch ein paar Mädels oder die Mädels sagen, das sind halt auch ein paar Jungs, Anlass in einer Gruppe Deutschlandtreffen 2018, ihr freut euch, ihr seid hier nicht nur unter Jungs oder die Mädchen, ihr seid nicht nur unter Mädchen, sage ich, okay, man kann das genießen, das ist noch nicht gegen ein Gebot. Zweite Stufe, ein Gespräch zu zweit. Wird schon besser. Er gibt sich ganz spontan, ungezwungen, er trifft sie auf dem Gang zur Toilette. Ein Gespräch zu zweit. Dieses Gespräch verläuft ganz ähnlich wie zwischen zwei Jungs oder zwei Mädchen. Man tauscht sich ein bisschen aus, ja, man fragt sich, was hast du gemacht, was machst du gerade, Ausbildung. Dieses Gespräch, wichtig, schließt andere nicht aus. Ja, ich gehe jetzt mit der Person, die ich jetzt da treffe, noch nicht in ein Eckchen oder in ein Zimmerchen, ja, und dauert nicht stundenlange. Klar, der zusätzliche Reiz ist jetzt da, jetzt bin ich einfach nur noch in der Gruppe, sondern jetzt spreche ich wirklich mit ihr. Und hier ist ein bisschen mehr, ja, plus, ist in sich noch nicht schlecht. Es ist eure Begierde. Ist in sich noch nicht unanständig. Darf man genießen, ohne gegen ein Gebot zu verstoßen. Und jetzt kommt Stufe 3. Ein Zwiegespräch. Ich rede nicht einfach nur noch mit dieser Person, sondern dieses Gespräch rutscht jetzt auf eine sehr persönliche Ebene hinab. Sehr persönlich. Man vergisst die anderen und man möchte zu zweit sein. Man findet kein Ende mehr und knüpft immer wieder an. Also, wie gesagt, es wird ausschließlich, ich schließe andere aus, du mit dir möchte ich diese Zweisamkeit, dieses Zwiegespräch genießen. Und jetzt ist klar, bei diesem Fall wird der Reiz und der Genuss noch einmal viel stärker, ist klar, versteht ihr alle, brauche ich nicht zu erklären. Ja, das ist eine Person auf derselben Wellenlänge, sie versteht mich, sie hat so wunderschöne Augen, sie hat so schöne Haare. Ja, sorry, das ist es. Nichts anderes als das. Begierde. Und man verspürt eben das Kribbeln im Bauch, eine freudige Aufregung, ein gewisser Anfang von Verliebtheit. Das ist das Zwiegespräch. Und diesem Zwiegespräch folgt irgendwann die Freundschaft. Das heißt, diese Gespräche finden immer wieder statt, sie wiederholen sich und es führt zu einer wirklichen Freundschaft. Ja, auf einer sehr persönlichen Liebesebene. Man wird vertrauter, man lernt den anderen immer besser kennen, man überlegt sich, ob man füreinander in Frage kommt und es kommt schlussendlich zur Bekanntschaft. Man beginnt eine Bekanntschaft, ja, weil man zum Schluss kommt, dass der andere wahrscheinlich der Richtige für mein Leben ist. Ja, wo muss man den Schlussstrich ziehen? Das ist die Frage. Wenn ich weiß, ich bin noch nicht reif für eine Beziehung, ich stehe noch nicht da, wo ich hingehöre, seid ehrlich, da muss ich da den Schlussstrich ziehen. Und das muss wirklich gemacht werden. Es geht um euer Lebensglück. Wenn ich zu früh, ja, noch unreif, mich eben in dieses Zwiegespräch hineingebe,
Ja, dann ist das grundsätzlich natürlich das Kribbeln im Bauch auch noch nichts Verbotenes, nichts Schlechtes. Aber eben, es ist eine von Gott eingesetzte Reaktionsweise, die nicht einen Selbstzweck hat. Das heißt, wenn ich eigentlich genau weiß, ich kann mit diesem Gegenüber noch keine vernünftige Vorbereitung auf einen gemeinsamen Lebensbund angehen, dann kann ich jetzt auch nicht einfach in diesen Gefühlen drin schwimmen und baden und so tun, als ob es weitergehen würde. Das ist ein Betrug. Das ist ein Betrug. Ich bade in diesen Gefühlen, es ist ganz nett, ich freue mich immer wieder, aber ich stehe eigentlich noch gar nicht dort, wo ich eigentlich hingehen könnte, nämlich in die reife Beziehung, in die Vorbereitung auf den Ehebund. Also wenn von vornherein klar ist, dass keine Bekanntschaft beabsichtigt oder möglich ist, dann darf man das Gespräch nicht auf diese Ebene herabrutschen lassen. Und das ist der große Appell an euch, gerade am heutigen Deutschlandtreffen. Ich treffe andere, die noch nicht in dem Alter sind. Ich treffe andere, ist ganz nett, man spricht mal, man freut sich darüber, Mädels sind auch da oder Jungs sind auch da. Aber ich weiß genau, halt, stopp. Wisst ihr, kleine Klammerbemerkung, die Frage der Berufung ist ja da vielleicht noch gar nicht gestellt. Dieser junge Mensch hat sich noch gar nicht überlegt, ruft Gott mich vielleicht? Und wenn ich nachher bei 5 bin, kann Gott mich noch lange rufen, ich bin verliebt. Da geht nichts mehr, da gibt es auch keinen Rückzieher mehr. Und so seht ihr, dass das Sinn hat, was ich hier sage. Das ist nicht einfach nur etwas Erfundenes, sondern das widerspricht genau der Geschichte auch einer Berufung schlussendlich. Zum Priestertum, zum Ordensleben und dann natürlich auch zur Berufung zur Ehe. Denn es ist nicht die optimale Vorbereitung auf eine gute, solide Ehe. Also ich möchte diese Bewertung nochmal begründen. Es ist eben unfair dem anderen gegenüber, mit ihm zu flirten. Das nennt man Flirt. Ich bade in den Gefühlen, ich lebe mit ihm eine Beziehung und gebe ihm eine Hoffnung, die ich eigentlich noch gar nicht wirklich, wirklich geben kann. Es ist unfair dem anderen gegenüber, weil ich eben Signale aussende, die nicht dem entsprechen, was ich eigentlich wirklich denke und will. Der andere meint vielleicht, ja, das ist wirklich, der meint es ernst und es geht weiter, aber in Wirklichkeit geht es noch gar nicht weiter. Und es führt manchmal zu sehr tiefen seelischen Wunden. Und ich glaube, da könnte vielleicht der eine oder andere von euch jetzt auf die Bühne kommen und berichten von diesen seelischen Wunden. Blöde, unnötige seelische Wunden. Ich habe jemanden gekannt, ich habe mir schon das Lebensglück erhofft und plötzlich war es aus, weil es nicht ernst war. Weil die Reife noch gar nicht da war für diesen Schritt. Zudem muss man sagen, dass es eben auch ein Unrecht ist, sich einen Genuss zu verschaffen, ohne sein Ziel zu wollen. Wenn ich Stufe 3, 4, 5 eingehe, möchte ich ein Ziel, nämlich die Ehe. Wenn ich dieses Ziel noch nicht verfolgen kann, dann ist es auch nicht gerecht, vor Gott nicht gerecht, in diese Schritte einzugehen. Und man muss sich nicht wundern, das ist ein weiterer Punkt der Begründung, warum dass man sich hier nicht absacken lassen darf, wenn man noch nicht bereit ist. Man muss sich nicht wundern, wenn es zu realen Versuchungen gegen die Reinheit kommt. Ja, Pater, aber ja, du bist zu weit gegangen, dann ist auch klar, dass die Versuchungen kommen. Du hast dich da rein begeben. Und schlussendlich führt eben dieses Baden in diesen Gefühlen ohne die wahre Hinordnung auf eine wirkliche Bekanntschaft mit dem Ziel zur Ehe. Ja, darum geht es. Das führt auch zu Weichlichkeit, zur Verweichlichung und es verhindert ganz speziell, dass Jungs eben männlich werden. Ja, das ist gerade nachher die Folge, denn die Männlichkeit verlangt nach einem Handeln, nach Prinzipien. Und das sind ja dann nicht, da halte ich mich nicht an die Prinzipien. Da halte ich mich ganz klar nicht an die Prinzipien, was mich eben verweichlicht. Das heißt, man muss lernen, dass man eben nicht einfach der Laune nachgibt, sondern dass man wirklich klar vorausblickt, wo stehe ich, was kann ich mir erlauben, wie weit kann ich gehen. Ich sage noch einmal, ich sage euch das zu eurem Lebensglück. Ich hätte weniger Arbeit, weniger Stress gehabt, das alles mir wirklich zu überdenken, mit vorzubereiten, bis in Details, ja, durchzustudieren.
Gespräche hatte ich mit einzelnen Jugendlichen, die hier auch sitzen. Ja. Und um euch wirklich zu sagen, was führt euch schlussendlich zu eurem Lebensglück? Ich verurteile niemanden, der schon zu weit gegangen ist. Das muss jeder selbst beurteilen. Ich sage hier, was das Ideal ist, was eigentlich Gott von einem jungen Menschen verlangt. Das ist es, was ich hier euch weitergeben möchte. Und so kann man also ein Fazit ziehen, dass eben ein Gespräch nur dann seine Berechtigung hat, ein Zwiegespräch und eine Freundschaft, eine Bekanntschaft, wenn man den Eindruck hat, dass die Voraussetzungen für eine Bekanntschaft auf beiden Seiten gegeben sind. Und wisst ihr, wenn es dann soweit ist, und ich habe solche Beispiele im Kopf, wenn es dann soweit ist, dass ihr wirklich seid, ja, ihr habt vielleicht auch Ausbildung hinter euch, ihr seid vielleicht 22, 23, ihr wisst, hey, ich habe echt schon viel im Leben erlebt, ich habe meine Berufungsfrage geklärt, dann könnt ihr voller Offenheit, voller Freude an diese Sache rangehen. Und wenn ihr dann jemanden kennenlernt, dann geht das auch nicht 7 Jahre, bis sie heiraten. Was nämlich auch nicht normal ist. Wo das alles schon ausgelutscht ist, die ganze Beziehung. Versteht ihr? Es ist mir wirklich ein Herzensanliegen, euch das so weiterzugeben, wie das eben Gott von einem jungen Menschen erwartet. Und so kann man sagen, ein Fazit, das man ziehen kann, eine Folgerung, die jeder von euch ziehen sollte aus dem, was wir jetzt gesagt haben. Ich möchte für meinen Ehepartner, will ich mir jetzt die Zeit nehmen und die Mittel ergreifen, um mich zu formen, damit ich einst der Partner sein kann, der dem Ideal möglichst nahe kommt. Ja, ich möchte mir wirklich die Zeit nehmen und die Mittel ergreifen, ja, emotionale Reife, religiöse Reife, Entwicklung, seelische Reifung, Entwicklung, damit ich einst eben der Mann, der Vater oder die Frau, die Mutter sein kann, die dem Ideal möglichst nahe kommt. Und dann habt ihr den Jackpot. Ich sag's euch, ich verspreche es so schwarz auf weiß. Dann habt ihr den Jackpot. Dann seid ihr bereit, einen Lebensbund auf 40 Jahre einzugehen. Es wird Stürme geben, es wird Meinungsverschiedenheiten geben in der Ehe. Ist ganz normal, aber ihr haltet durch. Ihr haltet durch, weil ihr ein solides Fundament habt.